Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 25.06.2024. Und unser DAX hat hier seine Kür gemacht, nochmal einen schönen Auftrag hingelegt. Und zum Montag, wie erwartet, hier nach oben reingestochen. Wir hatten gesprochen, dass er, wenn er sich über der 200 gehalten kriegt oder auch über 200 reinstartet, gute Chancen hat, die 260 noch klar zu machen und eben auch schon mal einen Schritt in die nächste Etappe reinzustoßen. In die 18.303.36, die wurde erreicht, hat sich dann dort deutlich ausgebremst. Und auch nochmal umgedreht. Umdrehen kam dann auch so ein bisschen gefühlt schleichend. Man hat es gar nicht richtig mitgekriegt. Ne? Auf den Amerikanern war wieder ein bisschen mehr Stress gewesen. Hat unseren DAX hier nochmal zum Eröffnungsniveau runtergezogen. Ist natürlich im Tageschart bestimmt vom mittleren Band. Ha? Sind wir schon dran gewesen? Fast, wa? So, mal gucken. Nee, nicht ganz, aber eine interessante Tageskerze, die natürlich weiterhin diese Theorie mit der Flagge zulässt halt. Ne? Also dass der hier tatsächlich nur in einer bärischen Flagge steckt und jetzt hier nochmal nach unten richtig auslädt. Wenn er das wirklich tun sollte, dann müsste er den Schwung, den er hier gehabt hat, auf jeden Fall beibehalten und dann sind von da oben 700 Punkte nach unten abzustecken. Das wäre 18.660. Ja, als 17.660 wäre das Bewegungsziel. Also die Welle, zack, von hier nach da unten abzutragen, das sind knapp 700 Punkte. Sollte man hingucken, wenn er jetzt hier nach unten einen Stein nach dem anderen fallen lässt. Ja, also wenn er sich jetzt anfängt, hier wirklich jetzt wegzuhauen und so ein bisschen wie das hier 18 Uhr da nach unten gedrückt hat, das jetzt hier fortzuführen, sollte man insbesondere unter, ich sag mal, 18,150 ein bisschen kritischer werden am Dienstag. Ich traue ihm allerdings auch wirklich zu, dass das eine Bärenfalle werden kann. Ne? Also er zieht sich hier weiterhin sehr, sehr, sehr stark in diesem Erholungspattern und auch in diesem, wie wir es eigentlich sehen wollten, ne? Dieses zögerliche Hochkommen und dann steht er doch auf einmal hier oben. Das ist genau das, was auch, wenn ich ans Webinar zurück mich erinnere, was wir am Wochenende jetzt hatten, das ist genau das, was wir durchgekaut haben. Also von daher würde ich ihm schon zutrauen, dass sie unten ein bisschen stänkert am Dienstag. Und sich dann doch wieder stabilisiert und wieder hochzieht. Dass er wieder an 300 rangeht und wenn es ihm dann noch gelingt, wäre die nächste Stelle dann 400 bis 450 statt das gleiche Spiel aufs Neue. Kann sich auch wieder nach unten ein bisschen auskotzen und dann hinten raus versuchen, das Ding rauszunehmen und dann weiterhin Richtung obere Kante hier nochmal anzulaufen. Unten sollte man trotzdem aufpassen, unterhalb von 18,50 wäre ein bisschen vorsichtiger auf der Unterseite gerichtet. Auch unter 18,80, den Bruch von 18,80 nach unten würde das jetzt auch einleiten. Und wie gesagt, das Bewegungsziel kann im Bereich um 17,660 ausgemacht werden. Da ist einiges dazwischen, ja, also 17,27, da ist noch ein Gap, 17,880, 29, sehr interessant, 89, sodass man schon sagen kann, wenn man tiefere Tiefs und tiefere Hochs sieht, unterhalb von 18,150, ist es nicht verboten zu shorten. Es wäre sogar richtig, aber ich würde es eng absichern, ja, weil ich ihm wirklich zutraue, dass er ein Verkaufssignal setzt und dann aber das als Falle nutzt, sich umdreht und nach oben wieder an die 300 zurückdrückt, an die 300 sich zurückstellt und dann da langsam wieder hochklettert. Also wenn der ruhig bleibt und da gar nicht viel Stress reinkommt, würde ich eher erwarten, dass der sich tendenziell dann wieder Richtung 420 bewegt. Ja, gut, Freunde, das soll es dabei auch sein, kann schon gar nicht mehr sprechen, das soll es dazu nun auch schon sein, damit würde ich das Video zumachen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.